Richter der Jungen im Islam. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah ohne Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbeten, Diener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Die Familie wird im Islam als Keimzelle der Gesellschaft betrachtet. Deshalb ist es für Muslime selbstverständlich zu heiraten und eine Familie zu gründen. Ehelosigkeit gilt nur als zeitlich vorübergehender Zustand. Die Eheschließung erfolgt mit dem Ziel der Familiengründung und gilt als die angemessene Lebensform, da allein sie der schöpfungsmäßigen Bestimmung entspricht. Sie stellt den legitimen Rahmen für praktizierte Sexualität dar. Das Eheleben in der Ehe findet im genussvollen Erleben und in der Zeugung von Kindern ihre Erfüllung. Deshalb werden in der islamischen Gesellschaft alle Anstrengungen unternommen, früh zu heiraten und Kinder zu bekommen. Ein islamischer Spruch aus der Tradition lautet: Das Paradies liegt unter den Füßen der Mutter. Da Eltern und Mutterschaft einen sehr hohen Stellenwert hat, wird Kinderlosigkeit als schwerer Makel bewertet und in Geburt in der Regel leider der Frau angelastet. Durch die Schwangerschaft und Geburt erlebt eine junge Frau, wie sie in der Achtung ihrer Umgebung steigt. Allerdings sollte es nach möglich schon ein Sohn sein. Mädchen werden zwar geschätzt, aber letztlich ist es ein Sohn, der die soziale Anerkennung der Mutter in der Familie des Mannes steigert. In Sura 18, Vers 46, wir den Sohn als Schmuck des diesseitiges Lebens bezeichnet. Die Geburt eines Jungen wird in der Regel euphorisch begrüßt, während die Geburt eines Mädchens häufig als Enttäuschung empfunden wird. Dies hat oft soziale und wirtschaftliche Gründe, hängt aber auch mit der von Islam festgeschriebenen männlichen Überordnung in Ehe, Familie und Gesellschaft zusammen. Mit der Geburt ist das Kind eines muslimischen Vaters automatisch in die islamische Religionsgemeinschaft aufgenommen. Schon während der ersten Lebensmomente wird dem Neugeborenen das islamische Glaubensbekenntnis in beide Ohren geflüstert. Die islamische Namensgebung am siebten Tag nach der Geburt unterstreicht die Zugehörigkeit zum Islam. Die Jungenbeschneidung gilt als Bestätigung der Religionszugehörigkeit zum Islam. Muslimische Eltern haben den Auftrag, ihre Kinder nach den Werten und Verhaltensvorgaben dieser Religion zu erziehen. Der Islam geht nicht wie in der christlichen Überzeugung von einer Verhaftung in Sünde schon von Geburt an aus. Aus Sicht der Muslime ist ein Kleinkind schon schuldlos und ignorant. Seinem Verhalten und Handeln werden deshalb keine bösen Motive unterstellt. Aus diesem Grundverständnis heraus werden Kindern, besonders Jungen, in den ersten Lebensjahren kaum konsequente erzieherische Beschränkungen auferlegt. Fehlerhaftes Verhalten wird lediglich kommentiert und dadurch verbal als nicht den Regeln entsprechend gekennzeichnet. Muslimische Kleinkinder erleben ihre ursprüngliche Sozialisierung zunächst durch die Alltagskultur, die wesentlich dadurch geprägt ist, wie die Eltern und das Umfeld ihrer Religion leben. Islamische Feste und Feiertage, die damit verbunden Verbreitungen, bestimmte lokale Traditionen und volksislamische Praktiken sind weitere Faktoren in diesem Prozess der Sozialisierung. Mit den Jahren entwickeln Kinder ein Verständnis dafür, was kulturell angemessen und was unangemessen ist. Sie übernehmen die Speise- und Reinigungsvorschriften und die von der Religion vorgegebene Auffassung von Moral, die jeweils für Jungen und für Mädchen unterschiedlich ausgeprägt ist. Sie wachsen hinein in das gruppenorientierte Leben und beziehen ihre Identität durch die sie schützende Gemeinschaft
Familie, Dorf, ethnische Gruppe. Dabei ist die Familie der wichtigste Ort islamischer Erziehung und der Garant für den Erhalt der islamischen Identität und Lebensweise. In der darauf folgenden Phase der Sozialisierung hat der muslimische Vater die Pflicht, dafür zu sorgen, dass besonders die Söhne im angemessenen Alter die rituellen Pflichten versehen. Dies gilt zunächst eingeschränkt ab dem 7. Lebensjahr und dann im vollen Umfang ab dem 11. Lebensjahr. Zu diesem Pflichten gehört das fünfmalige tägliche Gebet und die Einhaltung des Fastenmonats durch innerfamiliäre Unterweisung, den Unterricht in einer Koranschule oder durch den staatlichen Religionsunterricht. In der Schule werden die Kinder mit den Inhalten des Korans bekannt gemacht. Das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern ist hierarchisch geprägt. Gemäß der Aussage Mohammeds, Allah segne ihm, schenke ihm wohl Ergehen, wer nicht gütig ist gegen unsere Jüngeren und unseren Eltern, keine Erbietung erweist, der gehört nicht zu uns. Sind Eltern zu Liebe und Fürsorge ihren Kindern gegenüber verpflichtet und Kinder schulden ihren Eltern Gehorsam und Respekt. Während der Vater ein ausgesprochenes Recht zur Züchtigung besitzt, nimmt die Mutter eher eine vermittelnde Rolle ein. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern wird Kindern von klein auf beigebracht. Die Verschiedenartigkeit der Anlagen bei Jungen und Mädchen und der damit verbundenen zukünftigen Rolle prägen die Erziehung. Grundlage dafür sind die Aussagen im Koran. Aus diesem Grund erleben sowohl Jungen als auch Mädchen eine geschlechtsspezifische Erziehung. Während Mädchen bereits als Kleinkinder an das Haus als ihren späteren Lebensraum gewöhnt werden, haben Jungen in der Regel weit mehr Freizeit und Bewegungsfreiheit. Der Vater erzieht vorrangig die Söhne und führt sie in die Welt der Männer ein. Die Mutter erzieht die Töchter und bereitet sie auf ihre zukünftige Rolle als Ehefrau und Mutter vor. Zudem haben sich Vater und Mutter um die geschlechtsspezifische Aufklärung zu kümmern und ihren Kindern die Grenzen zwischen Erlaubtem und Verbotenem einzuschärfen. Mit dem Einsetzen der Geschlechtsreife vollziehen sich tiefgreifende Veränderungen im Verhalten und der Bewegungsfreiheit, besonders der Mädchen. Die sich seit langem anbahnende geschlechtsspezifische Zuordnung wird nun massiv innerhalb und außerhalb der Familie vollzogen. Der islamische Moralkodex zielt auf die Erhaltung der Familienehre. Die besonders vom Verhalten der Frau abhängig gemacht wird. Deshalb unterstehen die weiblichen Familienmitglieder fortan einer strikten Kontrolle durch die männlichen Familienmitglieder. Zudem wird nun die Einhaltung der religiösen Pflichten und der rituellen Reinheit in vollem Umfang erwartet. Als wichtiges Element des Erziehungsprozesses wird die schulische Bildung angesehen. In der islamischen Tradition heißt es, sucht das Wissen und sei es in China. Prinzipiell wird der Bildung und dem Wissen im Islam ein hoher Stellenwert beigemessen. In der Vergangenheit war der Schulbesuch der klassisch islamischen Schulen meist das Privileg einer kleinen Elite und vor allem den Jungen vorbehalten. Das Fächerangebot diente vor allem der religiösen Erziehung. Das vermittelte Wissen wurde kritiklos auswendig gelernt und erlaubte kaum ein eigenständiges Denken und kritisches Hinterfragen. Im kritischen Denken sah man eine Gefahr für den Verlust der islamischen Identität. Im 19. Jahrhundert
entwickelte sich zu den religiösen Schulen säkulär Schulwesen, welches staatlich verwaltet wurde. Zwischen den beiden Ausbildungswegen entstand ein Wertekonflikt. Im ländlichen Bereich wird der Bildung der Mädchen nur ein begrenzter Wert beigemessen. Nach Sura 2, Vers 282 werden Frauen als subjektiv, emotional und vergesslich charakterisiert. Deshalb befürworten islamische Gelehrte eher die Ausübung von rollenspezifischen Berufen für Frauen wie Erzieherin, Lehrerin, Krankenschwester und Ärztin. Das Amt der Richterin und der Staatsanwälten sowie religiöse Ämter sind der Frau nach traditioneller islamischer Ansicht verschlossen. Muslimische Eltern und Erzieher bemühen sich, Kinder in Glaubensinhalte und Praxis der islamischen Religion einzuführen. Daneben ist es ihnen ein Anliegen, dass Kinder islamische Werte verinnerlichen. Zu diesen Werten gehören gegenseitige Achtung und Respekt, Friedfertigkeit, Großzügigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheitsliebe, Achtung vor dem Leben und Bescheidenheit im Auftreten. Durch diese Werte wird die Stellung der Familie in der islamischen Gesellschaft wiederum gestärkt. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Geschwister im Islam, ein Mann fragt den Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, wann der jüngste Tag sei. Der Prophet sagte, was hast du selbst dafür vorbereitet? Da sagt der Mann, ich habe dafür weder viele rituelle Gebete, noch Fasten, noch Almosen. Ich liebe jedoch Allah und seinen Gesandten. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagt zu ihm, du bist denn mit dem, wenn du liebst. Wer der Mensch überzeugt sagen, hätte ich denselben Weg mit einem beruhigenden Gewissen gegangen oder wird er sich wünschen, dass er einen anderen Weg gegangen hätte. Die Intellekten stellten fest, dass die Wiederkehr zum Rechten besser als die Fortfahrt auf dem Weg des Unrechts ist. Daher kam jeder Intellekt zum rechten Weg ohne Zögerung oder Furcht zurückkehren, solange er davon sicher ist, dass dieses der rechte Weg ist. Denn heute ist der Tag der Arbeit, während morgen der Tag des Abbrechens ist. Im Koran steht, und stellt sie auf, denn sie werden befragt werden. Alle Menschen sind also eine von zwei Gruppen, nämlich ein Teil hat er recht geleitet, an einem anderen Teil aber hat sich das Irrgehen bewahrheitet. Das heißt, eine Gruppe ist im Paradies, während die andere Gruppe im Höllenfeuer ist. Der Erhabene sagt, was nun diejenigen angeht, die unglücklich sind, so werden sie dann im Höllenfeuer sein. Darin werden sie seufzen und schluchzen, ewig darin zu bleiben, solange die Himmel und die Erde wären, außer was dein Herr will. Dein Herr tut immer, was er will. Was aber diejenigen angeht, die glückselig sind, so werden sie im Paradiesgarten sein, ewig darin zu bleiben, solange die Himmel und die Erde wären, außer was dein Herr will, als eine unverkürzte Gabe. Der Gepriesene erinnert uns an Zustand der zwei Gruppen, indem er sagte, gewiss, diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah und sich hierauf recht verhaltet, auf sie kommen und die Engel herab, fürchtet euch nicht, seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde. Wir sind eure Beschützer im diesseitigen Leben und im Jenseits. Ihr werdet darin haben, was eure Seelen begehren, und ihr werdet darin haben, was ihr erbetet. Eine gastliche Aufnahme von einem Allvergebenden, einem Barmherzigen. Die Engel kommen nicht nur auf die Propheten und Gesandten herab,
sondern auch auf die aufrichtigen Anbeten Diener Allahs, die glauben, dass ihr Gott Allah ist und danach sich recht aufrichtig verhalten. Die Frage lautet aber, wann sie herabkommen und in welcher Form bzw. auf welche Weise sie herabkommen werden, was nun die Art und Weise des Herabkommens angeht, über die weiß nur Allah, der Erhabene, Herr der Himmels und der Erde und Herr des großartigen Throns Bescheid. Was aber den Zeitpunkt des Herabkommens betrifft, sind die meisten Gelehrten der Meinung, dass sie auf den Gläubigen direkt vor dem Tod herabkommen, um ihn zu beruhigen und die ihm frohe Botschaft anzukündigen, sagen, O Anbeten dienender Allah, fürchte dich nicht, sei nicht traurig und vernimm die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der dir stets versprochen wurde. Wir sind eure Beschützer im diesseitigen Leben und im Jenseits. Ihr werdet darin haben, was eure Seelen begehren, und ihr werdet darin haben, was ihr erbetet. Und Allah weiß es am besten.